So, meine Fahrgäste, hier sind wir auch schon. Hallöchen, hi, hi, grüßt euch. Vorsicht, Füße einziehen, bitte Füße einziehen. So, ja. Nächste Halt ist Kopfmagen, bitte alle einsteigen. Ja, Freunde, gute Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Video rund um den Fernbus-Simulator. Und heute ist es soweit, heute wurde der Dänemark-Erweiterungspaket DLC veröffentlicht. Das heißt, wir können ab sofort jetzt von Flensburg aus, da befinden wir uns gerade, wir werden nämlich gemeinsam über die Grenze fahren, können wir jetzt gemeinsam über Dänemark fahren. Wir werden uns das Ganze angucken, wir fahren Richtung Kopenhagen. Kopenhagen ist die Hauptstadt von Dänemark und die werden wir uns angucken. Danach machen wir nochmal ein separates Video, wo ich mitunter auf eure Kommentare reagieren kann. Vielleicht sind auch welche dabei, die mitunter über das DLC generell reden wollen, die vielleicht selber das Spiel gespielt haben, positive oder negative Sachen ein bisschen dazu erzählen wollen. Wir werden uns ein paar Bewertungen angucken, was vielleicht Spieler zu den DLC gesagt haben. Und wir werden uns, ja, einfach mal ein bisschen unsere eigene Meinung spielen lassen. Jetzt in dem Video auf alle Fälle werden wir aber ein paar Eckdaten nennen rund um den Dänemark DLC. Ich werde mal die Fahrgäste ganz fix einchecken und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, hier eure Taschen und Gepäcke. So, wer ist der Erste? So, werden wir dir mal ganz kurz das WLAN zuschalten, WC, und ich glaube mal, wir machen uns mal wieder ein bisschen die Fensterscheibe runter. Ja, so, ein bisschen frische Luft. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los, Freunde der guten Laune. Es geht Richtung Kopenhagen. Was habe ich vergessen dürfen? Ich bin mit dem Scania Touring 131 unterwegs. Und da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn ihr natürlich das Sichtfeld jetzt hier nur beibehalten wollt, seht ihr das Navi nicht. Am besten, ihr geht vielleicht ein bisschen zurück. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr hier vom Navi. Ah, so schön. Okay, so übernehmen wir das Ganze mal. Dann braucht ihr keine separate Karte. Ja, warum gerade Flensburg? Vielleicht viele unter euch, die sowieso sehr ausgiebig Fernbus-Simulator hier spielen sollten, werden ja höchstwahrscheinlich wissen, dass ja von Flensburg aus es natürlich nicht in den Norden ging. Da wird irgendwann eine Barriere gewesen sein. Und da wollen wir uns gemeinsam angucken, wie das Ganze jetzt zum Beispiel gemacht worden ist. Zeug müsste es eigentlich nicht geben, aber ob ein schönes Schild dabei ist, und werden uns das Ganze im Großen und Ganzen angucken. Das Spiel, beziehungsweise die Erweiterung Dänemark, kostet 14,99 €. Ich finde, für eine Kartenerweiterung ist der Preis vollkommen in Ordnung und vollkommen gerechtfertigt. Wenn man schon überlegt, dass solche Busse weitaus mehr kosten, hat man von so einer Karte, bin ich der Meinung, immer noch so ein bisschen mehr. In Sachen Busse hat man ja schon öfters mal so ein bisschen sein Favorite und den benutzt man öfters. Ich habe jetzt einfach nochmal für den Scania Touring hier entschieden. Und ja, wir gucken uns das mal ein bisschen an. Wie gesagt, wir fahren Richtung Kopenhagen. Ich würde mal sagen, wir werden uns an der Grenze erst wiedersehen. Also machen wir einen kleinen Cut. Ich finde, hier hätte eine Ampel da vorne ganz gut gepasst. Ich glaube, das kann sich doch ewig hinziehen. Okay, wir probieren es einfach mal. Warte mal kurz ab. Ah, warte, warte, jetzt kann man kurz vorbeiziehen. Jetzt geben sie nämlich alle gerade Gas. Bevor der Erste nämlich hier vielleicht stehen bleiben sollte. Ah, guck mal, der Erste bleibt nämlich schon stehen. Da, ah, ja, 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 ja. Quetschen wir uns mal hier ganz kurz durch. Vorsicht, Entschuldigung. So, wir sind kurz vor der Grenze zu Dänemark. Hier haben wir nochmal einen kleinen Parkplatz. Und normalerweise ist da sogar eine Grenzkontrolle in Dänemark. Weil ich das weiß, ich bin nämlich in den Osterferien mit Freunden und samt Familie nach Dänemark gefahren. Und da mussten wir wirklich ab der Grenze an Kurzschritttempo fahren. Da waren dann bewaffnete Zivilpolizisten, die haben dann so ein bisschen in die Autos reingeschaut. Wir mussten, glaube ich, mit 20 oder 30 km/h oder sogar 15 km/h nur vorbeifahren, also in Schritttempo. Und die haben reingeguckt und notfalls irgendjemanden herausgewunken. Und ich glaube zu meinen, wir haben die Grenze jetzt gerade überschritten. Also wir sind jetzt quasi in Dänemark. Haben wir jetzt irgendwie ein Schild hier bekommen? Sieht nicht ganz so aus, wa? Ja, das ist Dänemark. Was gibt es eigentlich zu Dänemark großartig zu erzählen? Es ist eigentlich ein relativ großes Land. Es sind aber nicht viele Einwohner. Also natürlich nicht weit aus wie in Deutschland, aber es ist erstaunlich. In Dänemark kannst du in Sachen Mapping gar nicht so viel falsch machen. Dänemark ist sehr viel Grünfläche. Dänemark ist sehr wenig Großstädte, so wie Kopenhagen oder so. Wir haben eher so kleinere Städte, aber ringsherum richtig viel Fläche. Ein kleiner Negativpunkt, den ich jetzt so ein bisschen finde, wir gucken uns das mal alles mal ganz kurz gemeinsam an. Wir können uns zum Beispiel einfach mal jetzt hier
Österreich, selbst Österreich angucken. Hier geht es auch ringsherum, obwohl die Ecke hier auch ordentlich fehlt. Tschechien, wenn man es eigentlich überlegt, auch nicht viel mehr. Deutschland ist natürlich extrem viel, ist gewaltig, aber wenn wir uns überlegen, Dänemark, da fehlt ordentlich schon hier so ein bisschen was an Fläche. Wir haben halt nur die ganze Station. Man hätte vielleicht noch hier eine schöne Landstraße hinbasteln können. Man hätte hier so ein paar Straßen, weil ehrlich gesagt, wir waren nämlich hier im Urlaub gewesen, im nördlichsten West- oder im westlichsten nördlichen Gebieten hier. Und da sind auch ganz viele kleinere Städte, ganz viele schöne zu sehende Landschaften, mitunter auch hier oben ein, oder wie unten war es gewesen, mit den doch sehr bekannten Leuchtturm. Und das ist ein bisschen schade. Also das heißt, die eine grobe Fläche von Dänemark wird einfach nicht befallen. Natürlich sind die größten Städte dabei, wie Kolding, aber auch Kopenhagen oder Aarhus und Aalborg. Aber ja, es sind halt im Endeffekt, man kann es wirklich sagen, nur zwei Strecken. Einmal nach oben und einmal quer. Und die verbinden sich miteinander und dann treffen sie sich irgendwie gegenseitig. Aber vom Mapping her, wie gesagt, kann man nicht viel mal machen. Trotzdem sieht das hier richtig schön aus. Das sieht halt schon so original aus wie in Dänemark. Obwohl man sagen muss, ich bin der Meinung, Dänemark, so viel Baum haben sie auch nun wieder nicht. Also es ist wirklich sehr viel Grünfläche. Hektarweise bis zum Horizont erstreckt sich wirklich nur eine Grünfläche. Nur vereinzelt so ein bisschen mit Bäumen. Aber, wenn ich mich so recht entsinnen kann, doch eher wirklich mit viel mehr mit Grünfläche. Also hier sind wir mit Bäumen richtig umschlossen. Kommt Dänemark jetzt nicht ganz nah, aber ansonsten wieder kannst du nicht viel falsch machen. Was wirklich hier mal atemberaubend schön ist, hier sind immer wieder einzelne Häuser. Die stehen hier irgendwo in der sogenannten Pampa und jeder fragt sich, wer wohnt hier eigentlich? Aber es nimmt halt so ein bisschen Charme weg, dass viele kleinere Landstraßen einfach nicht dabei sind. Wir sind jetzt hier nur auf der Autobahn. Irgendwann werden wir dann rechts abbiegen auf Kopenhagen zu. Also so reines Fahrerlebnis außerhalb der Städte haben wir hier nicht. Wie natürlich, Deutschland ist natürlich sehr detailliert, beziehungsweise nicht detailliert, aber da ist das Verkehrsnetz doch schon sehr dicht besiedelt. Wobei in anderen Ländern das dann vielleicht ein bisschen gröber ist. Frankreich ist auch noch sehr gut besiedelt, aber wir haben es ja gesehen, Österreich, aber auch Tschechien. Da ist halt nicht allzu viel los. Kann einem gefallen, kann einem nicht gefallen. Es wäre aber wirklich schön, glaubt mir, es war schon ein bisschen wie so ein Märchen gewesen, wenn du lang gefahren bist. Du hast wirklich eine schöne Flora und Fauna ringsherum gehabt, wenn du da mit dem Auto vorbeigefahren bist. Es war ein bisschen hügelig, schöne Straßen, man fahren konnte, enge Kurven, aber irgendwie hat es was richtig Schönes gehabt. Ja, und hier fahren wir gerade die ganze Zeit nur Autobahn. Und dafür ist jetzt Dänemark zwar bekannt, wir haben zwar diese Hauptadern, dass wir halt wirklich von Süden nach Norden fahren und vom Westen nach Osten oder genau andersrum, aber trotzdem ringsherum gibt es so viele Einbuchtungen, wo du auf die Landstraße abbiegen kannst und das wäre schön gewesen. Gerade sowas hier, guck mal, so ein Plateau, wo es ein bisschen erhaben ist, hier zur rechten Seite, so ist Dänemark untergeschnitten, richtig schön. Also Dänemark ist ein sehr schönes Land. Es wirkt halt nur ein bisschen einsam. Und kleiner Funfact am Rande für alle, die vielleicht rauchen sollten. Ihr kommt sehr schwer an Zigaretten. Aber rauchen ist sowieso verpönt. Also hört auf zu rauchen. Ah, guck mal, jetzt sieht schon so ein bisschen besser aus. So müsst ihr euch Dänemark so leicht vorstellen. Also auch nicht mit der Baumreihe, aber so ungefähr. Das ist hier nicht so mit Wäldern bestückt, was man hier so ringsherum von den Autobahnen sieht. Das ist auf alle Fälle besser. Und guck mal, da vorne fliegt ein Flugzeug. Wir haben nicht auch den Flughafen. Da werden wir im Übrigen auch nochmal vielleicht ein separates Video machen. Wir werden uns mal alle Sehenswürdigkeiten heraussuchen, herausfischen und sie angucken. Denn die wurden mitunter als ziemlich detailreich angegeben. Also das werden wir uns auf alle Fälle mal anschauen. Ich glaube zu meinen, wir sind gerade hier kurz vor der Ausfahrt Richtung Kopenhagen. Müssen wir kurz mal aufpassen. Kolding, okay. Nach 500 Meter geht es nach Kolding raus. Müssen wir mal gucken. Müssen wir weiter geradeaus? Ja, wir müssen weiter geradeaus. Also hier geht es nach Kolding raus. Wir werden natürlich auch in der nächsten Folge wahrscheinlich eine Route aufpassen, wo wir uns alle Städte hier so ein bisschen angucken im Kurzen und Ganzen. Kopenhagen ist natürlich, wie gesagt, die größte und bekannteste Stadt ringsherum um Dänemark. Dementsprechend wird es ein bisschen spannend sein, wie das aufgebaut ist. So, jetzt geht's auf die Auffahrt Kopenhagen. Einmal gleich hier rechts so runter. Wir sehen es so ein bisschen auf der Map unten. Hier geht's runter. Schön gestaltet, muss man sagen.
gesagt, versteht mich nicht falsch, ich will ja gar nicht meckern oder so. Ist halt nur so ein kleiner Kritikpunkt. Ich würde mir halt wirklich viele, viele Nebenstraßen wünschen, weil einfach dieses Festland rund um Dänemark und ringsherum an den Küsten wirklich so schön dargebildet ist. Es ist halt wirklich, es ist schon, wenn man so ein bisschen Natur sehen möchte, mal so ein paar Landschaften, dann ist Dänemark auf alle Fälle ein schönes Urlaubsziel. Hoppala! Alles gut! Mann, ey! Was haben Sie sich dabei gedacht? Einfach mal einspurig machen! Wo sind wir hier? Du, ich weiß auch nicht, weil. Wo sind wir hier, die solche Verkehrsregeln da haben? Aber wie schnell es einspurig wurde? Ich habe nur noch den LKW gesehen, dachte so, okay, gut, ist vielleicht ein kleiner Bug oder so, aber dass der Reisebus natürlich dann auch gleich sofort rechts fährt, der hätte vorher mal blinken können. Na gut. Ach, guck mal, ich sehe gerade, es ist hier keine richtige Ausfahrt. Ah, wir hätten dann einfach links fahren müssen. Okay, also wir sind schon hier, ihr seht, auf dem Weg Richtung Kopenhagen. Hier haben wir auch verschiedenste kleinere Bereiche nochmal, wo wir rausfahren können. Also sprich, wenn ihr vielleicht mal falsch abgebogen seid, dann könnt ihr hier zum Beispiel einmal umkehren. Was natürlich ein bisschen Nonsens, aber guckt mal, hier einer, schau. Hier bin ich übrigens, wo wir in Dänemark waren, nicht rüber gefahren. Wir haben nämlich auch sehr viele nachgebildete Brücken und eines davon ist natürlich diese hier. Das ist nämlich, oh warte mal, ich zoome mal ein bisschen hier raus, da sehen wir ein bisschen mehr davon. Das ist die 18 Kilometer lange große Beltbrücke, umgangssprachlich Store de Beltbrunn. Und verbindet zwei Ortschaften, sind zwei Inselgruppen, mitunter natürlich da auch ja, Kopenhagen mit drauf ist. Und das sieht natürlich auch richtig schön aus. Also, wir können mal ganz Folgendes machen. Wir machen mal jetzt hier schön den Fotobus und gehen mal ein bisschen raus. Oh, guck mal, wie schön das eigentlich aussieht. Schön dargestellt ist es auf alle Fälle. Hier so ein bisschen, wie gesagt, das müsste, glaube ich, die Nord- oder Ostsee sein. Hier ringsherum. Schön. Gefällt mir. Ist jetzt natürlich keine 18 Kilometer lang. Das war jetzt ein bisschen kürzer, aber trotzdem ist schon eine hübsche Sache. Gut, das heißt, wir sind auch bald in Kopenhagen angekommen. Wie gesagt, es ist natürlich keine Miniatur hier. Wir haben jetzt hier keine komplette 18 Kilometer an der Brücke. Aber die ist auf alle Fälle auch dabei. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen, weil da geht es geradeaus. Ja, und hier haben wir, verstehe ich nicht ganz, bin ich ehrlich, wie gesagt, ist auch kein Meckere oder so. Aber warum wir hier nochmal rausfahren können, um einmal umzudrehen, verstehe ich nicht ganz. Später haben wir auch noch diesen Bereich hier, der aber auch nicht abzufahren ist. Also da werden wir sowieso wahrscheinlich hier diesen Bereich gesperrt haben. Warum sie das mit reingenommen haben, verstehe ich auch nicht ganz. Aber vorne haben wir einen Parkplatz, da können wir am Kursplan gleich mal vorbeifahren. Hier gibt es da auch eine gewisse Besonderheit. Hoppala! Ja, wir haben andere Probleme. Eieieiei. Hoppala! So, da haben wir Staubil S. Also hier so ein paar kleines Parkgelände mit Tankstelle. Fahren wir mal ganz kurz rauf, gucken uns das auch mal an. Wird sich viel anders geben. Aber trotz alledem müssen wir mal so ein bisschen gucken, weil. Ich lese euch gleich mal ein paar Eckdaten vor. Nö, ganz normale Tankstelle. Abreal mit Parkmöglichkeiten, wo wir quasi ein bisschen Pause machen können, denn ich will euch schon ein paar Eckdaten vorlesen, die Features nämlich dieses DLCs von Dänemark. 5 neue Haltestellen, individuell nachgebaut und authentische Gebäude, darunter Kopenhagen, Esbjerg, Kolding, Aarhus und Aalborg. Ansonsten haben wir noch zahlreiche neue 3D-Objekte dänischer Besonderheiten, zum Beispiel Flughafengebäude, Bahnhöfe, historische Gebäude, moderne Hochhäuser und so weiter. Wie gesagt, die Sachen werden wir uns mal so ein bisschen angucken. Gerade in den Städten, da werden wir versuchen, mal vielleicht ein, ja, ich sag mal, einen kleinen Vergleich zu machen, wie, ich sag mal, Anführungsstrichen, gut detailliert das Ganze ist. Ich habe es ja schon eingangs so ein bisschen erwähnt. Es ist ja eine ganze kleine Miniatur, sag mal, Nachbildung von Dänemark. Auch generell jetzt die Karte, die sind ja nicht originalgetreu. Ansonsten haben wir noch, individuelle Brücke, hatten wir ja gerade gehabt, die große Bergbrücke. Original Straßen, Orts- und Verkehrsschilder
Und animierte Flugzeuge, das hatten wir vorhin auch mal ganz kurz gesehen. Da muss wahrscheinlich auch ein Flughafen sein. Dieses Flugzeug ist gerade anscheinend gestartet. Und eigene dänische KI-Fahrzeuge, zum Beispiel Feuerwehr, Rettungswagen, Polizei und Müllwagen. Ja, gerade diese Sanitäts- und Polizeiwagen oder Feuerwagen, die sind alle wirklich immer dementsprechend des Landes wirklich nochmal extra gestaltet worden. Das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe auch so ein bisschen von Eurotruck Simulator. Das sind eigentlich so die Sachen, die reinkommen sind oder die mit inbehalten sind in der Map. Wie bei allen anderen auch. Also ihr habt ein paar Sehenswürdigkeiten, die wurden nachgebildet. Autos, die natürlich dementsprechend im Lande verkehren. Also die Polizei natürlich extra umbenannt, neu lackiert. Genauso wie Krankenwagen, aber auch Feuerwehr. So, Kopenhagen. Auch schön, guck mal hier. Deswegen, die Schilder sind wirklich gut gemacht. Also da steht nicht einfach Kopenhagen und es ist in Rot, sondern die Schilder sind hier grün. Die Ortschaftsschilder und natürlich in der dänischen Sprache oder dänischen Schreibweise. Ach, im Übrigen, gerade jetzt zwecks der großen Weltbrücke, über die wir wahrscheinlich gefahren sind, gibt es auch ein paar Mautstellen hier in Dänemark. Und ich habe schon gesehen auf der Karte, wir haben hier sogar eine, zumindest wurde die so abgebildet. Die können wir uns gleich mal richtig schön angucken. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich mal kurz anhalten müssen. Das kennen wir zum Beispiel aus Frankreich. Finde ich immer eine schöne Sache. Oder ist das die große Weltbrücke? Müsst ihr gleich mal so ein bisschen googeln. Die sieht auf alle Fälle riesig aus. Ah, das ist die große Weltbrücke. Das ist natürlich nochmal ein anderes Monstrum. Ah, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die soll in echt 18 Kilometer lang sein. Da habe ich mich ein bisschen verplappert. Verzeihung, mein Fehler. Oh, die ist aber wirklich relativ riesig, wa? Oh, da bin ich mal gespannt. Guck mal, sogar einen Gleisschienenverkehr haben wir hier links. Und da werden wahrscheinlich auch ein paar Züge fahren. Das kennen wir aber auch generell so ein bisschen aus den ganzen anderen Ländern. Ich sag nur, in der letzten Folge, da bin ich auch gegen den ICE gefahren. Passiert alles schon mal. Und das ist die große Badbrücke. So, da müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube danach, wenn wir diese überfahren haben, nämlich hier, einen Augenblick, hier vorne kommt nämlich eine Mautstelle. So, da vorne haben wir sie auch. Da müssen wir jetzt einmal anhalten. Ah, aber was ganz cool ist, die KI brettert doch nicht so dagegen. Nee, die halten diesmal an. In Paris haben sie immer noch die Macke und diesen Bug, dass sie genau dagegen brettern. So, einmal hier anhalten. Müssen wir mal kurz warten. Hoch geht's. Schöne Sache. Wie gesagt, das haben wir auch in Frankreich. In Dänemark ist es vielleicht auch mal ein bisschen öfters. Weiß ich jetzt gar nicht, aber immerhin ist die mit dabei. Finde ich eine schöne Sache. Du, jetzt, ich habe mich jetzt nicht abgeschüttet, ich bin auf meiner mittleren Spur geblieben. Gut, da können wir uns jetzt Richtung Kopenhagen aufmachen, bei sehr regnerischem Wetter, was in Dänemark aber auch öfters mal der Fall sein kann. So, Freunde der guten Laune, wir sind so gut es geht jetzt in Kopenhagen angekommen und ich muss euch ehrlich gesagt gleich mal schon ein bisschen vorweg vorwarnen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil ich gucke immer so ein bisschen natürlich, wann bin ich da, wann kann ich quasi anfangen, hier ein bisschen was zu erzählen. Kopenhagen ist sehr klein geraten. Holla die Waldfee. Sehr klein. So, wir fahren jetzt gerade hier rein. Also entweder ist es halt vorab irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Version, die jetzt noch ein bisschen ausbessert wird. Das kann ich mir jetzt nur vorstellen, weil Kopenhagen, wie gesagt, die Hauptstadt, die größte Stadt hier in Dänemark. Auch eine sehr bekannte Stadt rund um Europa oder in Europa. Die ist nicht groß. Die ist in keinster Weise groß. Wir halten mal kurz hier an. Ich glaube, rechts muss ich mich nicht abbiegen. So, wir sind, wie gesagt, jetzt in Kopenhagen angekommen. Guckt mal hier. Das ist Kopenhagen. Jetzt mal ohne Schmal, das ist Kopenhagen. Hier sind wir gerade reingefahren. Wir halten es quasi hier an, lassen die Leute einsteigen und fahren jetzt hier wieder zurück auf die Autobahn. Das ist Kopenhagen. Als kleiner Vergleich mal zu vielleicht anderen Hauptstädten rund um europäische Länder. Das ist Berlin, auch nicht viel größer, aber es bietet halt wesentlich mehr. Ich glaube, Paris ist mitunter schon Verspitzenreiter, ist wirklich fast die größte Stadt hier in oder im Fernbus-Simulator. Selbst Bern ist nicht größer, aber bietet halt quasi die gleiche Fläche, aber es ist halt immerhin nur Bern. Da ist in Zürich auch wesentlich größer als in Kopenhagen.
Dann haben wir noch krass. Also, da sind halt wenigstens noch ein paar Straßen. Wien. Es war auch nur einmal rum, aber hier sind wenigstens ein paar Seitenstraßen, dass man so ein bisschen das Feeling von Stadtfeeling hat. Wir haben Brno sowieso, Prag. Prag ist im Übrigen auch nicht allzu schön gemacht, auch ganz komisch geschnitten, obwohl Prag so eine schöne Stadt ist, aber trotzdem wesentlich größer. Also das ist halt wirklich sehr mau. Das waren jetzt so ein bisschen die Hauptstädte gewesen. Und wie gesagt, Kopenhagen, also das ist, sorry, das ist wirklich ein bisschen sehr verkehrt. Hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Wir können mal schon provisorisch gucken, was bringen uns denn die nächsten Städte. Also groß ist es auch nicht, wa? Guck mal, das Eisberg, das ist ein Eisberg sogar ein bisschen mehr los. Und hier oben haben wir ja noch Aarhus, da ist auch ein bisschen mehr los. Also wir haben wenigstens ein paar Seitenstraßen, aber groß ist es auch nicht. Aber Kopenhagen ist schon eine kleine Enttäuschung. Oh, ist es schon alle losgefahren. Also da brauche ich euch gar nicht so viel zeigen. Also zumal, also ich gehe jetzt nochmal, ohne jetzt gleich so negativ zu klingen, ich find's nicht gut. Gleich mal vorweg, ich finde es wirklich nicht schön, was jetzt gemacht worden ist. Das ist ein bisschen sehr mau, das Ganze. Ja, wahrscheinlich den Hauptbahnhof von Kopenhagen ist ein bisschen sehr mau geraten. Ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwann mal ein Update kommt, dass es heißt, hier ist zum Beispiel Kopenhagen nochmal als gesamte Map nachgedreht. Wir haben nicht genau die Zeit gehabt, wollten es raushauen, aber wir befinden uns ja am Rande von Kopenhagen, am Hauptbahnhof, würde ich jetzt mal schätzen. Und denn hier sind nur Parkplätze, da sind ja keine Gebäude. Wir fahren bis hier, guck mal, da sind nur ein paar vereinzelte Gebäude, aber viel ist es nicht. Eigentlich mit die Melodie da. Das ist ein bisschen sehr schwach. Na gut, ich würde mal sagen, wir fahren kurz die Haltestelle da an. Wenn die Fahrgäste einmal rauslassen und mehr von Kopenhagen gibt's nicht. Wir werden aber in der nächsten Folge von Kopenhagen aus starten, werden uns die anderen Städte ein bisschen angucken und werden vielleicht mal gucken, ob ihr ein paar Kommentare geschrieben habt rund um das DLC. Für 14,99 könnt ihr nichts falsch machen. Das ist schon mal Fakt. Ihr habt halt ein riesengroßes Gebiet neu dazu bekommen. Und ihr kennt ja einfach den Fernbus-Simulator. Es geht hier einfach nur um Kilometerstämme. Es ist halt natürlich nur schade, dass so eine Hauptstadt wie Kopenhagen wirklich einfach so mickrig geraten ist. Aber trotzdem 15 Euro vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da kannst du nicht viel falsch machen. Ich kann es im Endeffekt für die Fans, für die Hardcore-Fans wirklich nur empfehlen. Alles andere wäre auch gelogen und würde wahrscheinlich ein bisschen zu sehr Aufsehen erregen, wo ich sage, lohnt sich gar nicht oder so. Ist ja absoluter Quatsch. Es ist halt ein Erweiterungspaket rund um den Fernbus-Simulator. Gut, die junge Dame will mich nicht rauslassen. Das ist ja auch sehr nett. Probieren es mal hier hinten. Sehr schön. Okay. Schön, ich glaube, die Sonne kommt auch gleich raus. Oh, das ist herrlich. Gut, Freunde, gute Leute, das war's gewesen. Das war, ja, die neue DLC-Variante hier beim Fernbus-Simulator. Nehme ich den immer. Mir gefällt's. Gibt ein paar Minuspunkte. Ich würde den Ganzen auf alle Fälle aber eine Kaufempfehlung geben. Für 15 Euro könnt ihr da echt nicht viel falsch machen. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.